Ah, Leute, ich bin so froh. Ja, da ist er, da ist das Ding. Der Bauer ist zwar klein und schwach, doch ohne stehst du schnell im Schach. Ja, finde ich gut. Okay, wir brauchen noch ein Pferdepott, glaube ich. Bei denen haben wir noch nicht gemacht. Ich glaube, so langsam könnte ich es mit diesem König Schwarz aufnehmen. Naja, ein paar Sachen müsst ihr noch lernen. Zum Beispiel, wie das Pferd zieht. So. Das Pferd nennt man auch Springer, denn es kann als einzige Figur über andere springen. Wie beim Hindernisreiten. Außerdem hat es einen merkwürdigen Schritt. Zwei vor und einen zur Seite. Richtung ist egal. So, mal schauen, wo der Springer überall hin kann. Zwei vor und einen zur Seite. Hier kann er hin. Zwei vor und einen zur Seite. Das geht auch. Und das. Und hier. Jo. Ich hab noch einen. Hast du recht? Zwei vor und einen zur Seite. Egal in welche Richtung. Und ein noch. So, und das war die letzte Möglichkeit. Hui, das sieht ja aus wie ein Rad. Genau, das Springerrad. Wenn der Springer ein komplettes Rad schlagen kann, oh, da fühlt er sich wohl. An dieser Stelle geht das weniger gut. Jawohl. Hat die Nummer 5 und dann 6 haben wir danach, ja, gell? Das Springerrad hat ja einen Platten. Genau. Und in der Ecke kriegt das Pferd dann einen Nervenzusammenbruch. Also, gönn deinen edlen Rossen möglichst viel Auslauf und stell sie in die Mitte, wo sie ihr Rad schlagen können. Und andere Figuren schlagen können sie wohl auch? Genau, zum Beispiel so. Jawoll! Super! Und der König ist auch gleich schachmatt. Er hat keine Fluchtwege mehr. Brav gemacht, Pferdchen. Pferdchen. Oh. Übungen. Zwei vor, einen zur Seite. Versuch mal, alle Felder anzuklicken, die dein Springer erreichen kann. Okay, das kriegen wir noch hin. Dorthin, dahin, da und hier. Genau, mehr geht hier nicht. Und was geht, hast du erkannt. Einmal noch da. Alter, der, ja, ich finde, das ist viel, viel schwieriger als dieses Bauernspiel. Da und da und hier und hier. Da ist ein bisschen mehr, da und da, hier und dort, da und da. Ein volles Rad. Na also, Rad komplett. Gut, also Springer und sowas, da kenne ich mich aus, wer mal für den DS die Professor Layton-Spiele gespielt hat. Da waren öfter mal solche Springer-Probleme und sowas drin. Da hat man dann so ein bisschen schon Übung. Deshalb ist das, mag ich das Pferdchen tatsächlich auch recht gerne. Das finde ich, aber also ohne das oder den Springer hätte das Schach wirklich echt nicht so viel Dynamik. Hier noch? Ach, da. Voilà! Ein Pokal für unsere Was? Springreiter Das als war's? Andenken an Das Dorothy, war's? die Kanalratte. Wieder mit dem schlauen Spruch? Jupp, Springer am Rande bringt Kummer und Schande. Ich wein gleich. Das war's? Da mussten wir nur so einen Quatsch machen und bei den Bauern mussten wir einfach.
Leute, wisst ihr selber, ne? Okay, aber wir haben jetzt, also wirklich mit den Bauern haben wir ja jetzt wirklich die Königsdisziplin, ne? Ist jetzt ein schönes Wortspiel auch, aber wirklich das Königsspiel haben wir mit den Bauern gemacht. Und ich glaube, wir dürfen jetzt weiter, oder? Guck mal, das Schloss ist auf. Aha, ihr wollt euch mal wieder wiegen lassen. Haben wir ja schon mal gemacht, das ne? Das kitzelt im Bauch. Die sieht nicht wirklich gesund aus. Gratuliere, die Grips war gesagt, dass ihr keine Leichtgewichtler mehr seid, sondern reif fürs Mittelgewicht. Na endlich. Los geht's, jetzt bin ich motiviert. Wir haben das Schwerste schon hinter uns. Als ob da so ein Bild von dem steht. Das geht hier richtig weiter hier. Ja, hier trainieren die Mittelgewichtler. Und da gehört er jetzt natürlich auch dazu. Er hat vielleicht blöd geguckt, dass ihn eine Ratte besiegt. Aber nicht irgendeine Ratte, sondern friedfertig, was ich bin. Ist er gut, König Schwarz? Er ist tüchtig, aber unschlagbar ist er nicht. Im Gegensatz zu mir. Nene. So, können wir hier jetzt mit dem Frosch schwimmen? So, Herrschaften, schreiten wir zur Mannschaftsaufstellung. Wie beim Fußball. Wenn du so willst. Okay. Beim königlichen Duell hat jeder seinen festen Platz. Am Spielfeldrand findet ihr Zahlen und Buchstaben, die euch bei der Aufstellung helfen. Wir fangen an mit D wie Dame. Die Dunkle kommt aufs dunkle D. Die Weiße aufs helle D. Stell deine Dame mal richtig hin. Das ist so ein bisschen absurd irgendwie, weil wir gerade wirklich eine herausfordernde Übung mit diesem Bauern hatten, wo man echt richtig, richtig überlegen muss und richtig, richtig taktisch schon sein muss. Und jetzt hiernach jetzt einfach wieder so casual Einführungszeug. Das ist ein bisschen komisch. Der König steht natürlich neben ihr. Und zwar so, dass die beiden in der Mitte stehen. Mach mal. Ja, Fritz, komm ran. Die Türme stellst du in die Ecke. Zack. Zack. Sieht jetzt aus wie eine Burg. Genau, dort stehen die Türme meistens auch an den Ecken. Und gleich daneben sind die Ställe für die braven Gäule. B wie brav und G wie Gäule. So kann man sich's auch merken. Setzt du sie bitte mal dahin? Zum Glück gar nicht. Das ist zum Glück überhaupt nicht komplizierter als einfach neben dem Turm. Die beiden Läufer sind sozusagen die Kundschafter. Sie stehen neben König und Dame, um ihnen möglichst schnell zu erzählen, wie es steht. Aber es ist schon schön, dass hier so ein bisschen Geschichten mit reingebracht wird. Und die Bauern sollten einfach in einer Reihe davor stehen. Machst du's mal? Klar. Hier, Friedhelm, du hast uns jetzt treu gedient, wohl? Da bist du jetzt auch wieder bei uns dabei, wohl? Und mit all deinen Brüdern vor der Bauernkloppe. So. Klasse, Friedhelm, super Typ. Das war's schon. Jetzt sind beide Mannschaften komplett. Jetzt kommt was für Könner. Mhm. Schnapp dir die Figuren am Rand und stell sie auf ihren Platz. Denk an D wie Dame, B, G und alles das. Wenn's nicht klappt, kannst du auf den kleinen Gong klicken. Dann erklär ich's nochmal. Profiübung, das ist jetzt die Profiübung. Nach diesem Bauern, das werde ich niemals... Komm zu Potter, Lieselotte. Schwupp, seine Figur genommen und aufs richtige Feld gesetzt. Ganz einfach. Das werde ich niemals vergessen. So stehen die Damen gut. So. So. Dahin, den zweiten König? Dahin. Können wir jetzt nicht auch mal tauschen? Jede Mannschaft hat ihre eigene Seite. Darauf musst du achten, sonst gibt's Chaos. Entschuldigung, das ist mir leider zu schwer, diese Übung. Zack. Was sollen diese Nummern eigentlich? Dieses 5, 9 und so? Nichts auszusetzen. Da steht jetzt 3. Wie viele Felder die gehen können, aber... Entschuldigung. Eins, zwei, drei. Na gut, das Pferdchen kann ja wirklich 3 Felder, aber 1, 2, 3, 4, 5. Der Turm kann ja eigentlich auch 9 Felder gehen.
Die Springer stehen genau richtig. Das verstehe ich nicht so ganz. Was die Nummern sollen. Das läufert ja wie am Figürchen. Oh, jetzt wird's nochmal schwer. Friedhelm, komm so ran. Ich bin wieder schützenfest. Da wird sich jetzt schön in eine Reihe aufgestellt zum Vogelschießen. So. Die sehen ein bisschen immer aus wie Piraten, finde ich. Die gegnerischen Bauern. Na. Und noch einer. Und noch einer. Und so. Jawohl, die Bauern stehen, wie sie stehen sollen. Tutto completo. So, es ist mal wieder soweit. Und ja! Wieder eine schmucke Tasse für den Trophäenschrank. Mit einem klugen Spruch darauf. Links und rechts die Türme. Das Pferd steht gleich dabei. Läufer dann das Königspaar und Bauern in der Reihe. Klasse. Startaufstellung. Können wir jetzt weiter? Was mit denen denn? Ach so, die bleiben da stehen, okay. Wir haben eine Ente, ein Gulli, einen Rettungsring, einen Ventilator, zwei... Hier ist noch so ein trauriger König. Sieht ein bisschen aus wie dieser kleine König vom Sandmännchen damals. Tja, ich weiß jetzt gar nicht, was hier jetzt ist, aber ich klicke mal auf diesen freundlichen Delfin. Okay, das bringt uns nichts. Ich klicke mal auf diese schöne Ente. Bringt uns auch nichts. Ich klicke mal auf die Baderregeln hier. Remi heißt, dass ein Spiel unentschieden ausgeht. Also quasi 0 zu 0. Remis. Oder 1 zu 1. Ihr habt's erkannt. Und da stehen wohl Regeln dafür. Genau, und die könnt ihr anklicken. Ach, guck mal. Also das hier, ja klar. Die Partie ist unentschieden oder Remis, wenn die Spieler das beide wollen. Feiglinge. Okay. Wir haben solchen Hunger. Bitte lass uns aufhören. Die Partie ist Remis, wenn dreimal die gleiche Stellung vorkommt und jedes Mal derselbe Spieler am Zuge ist. Wie ist denn das gemeint? Wenn sich alles nur noch im Kreis dreht. Ah, okay, verstehe. Das macht Sinn. Das jetzt ist interessant. Die Partie ist Remis, wenn 50 Züge lang kein Bauer gezogen und keine Figur geschlagen wurde. Ach, ist ja auch langweilig. Aber wer zählt denn das mit? Die Partie ist Remis, wenn ein Spieler Patt gesetzt hat. Und dann gibt's wieder Patt-Alarm. Oh Gott, nein, bitte nicht. So, ihr Nasenkobolde, was ist los? Mist, Mist, Mist. Mist, Mist, Mist. Es ist, wie es ist, doch ein Remis ist einfach... Mist. Keine Ahnung. Wenn sich der Friedhelm ihm in die Hose pisst, dann sagt er zu seiner Frau, die Lisbeth, Kehr, das ist echt... Mist. Keine Ahnung, mehr Reime fallen mir nicht ein. Mehr anständige Reime fallen mir nicht ein. Ich gehe mal auf den Ventilator. Und jetzt Rochade, Herrschaft. Oh oh. Was für ein Ding? Rochade. Wenn König und Turm noch nicht gezogen haben und zwischen ihnen keine Figuren stehen, dann dürfen sie übereinander hüpfen. Der König geht zwei Felder zur Seite und der Turm hüpft drüber. Das nennt man dann Rochade. Darf das auch der andere Turm? Klar, ich zeig's dir. Du schickst den König zwei Felder zur Seite und der Turm hüpft wieder drüber. Warum? Und was soll das bringen? Vielleicht kann man so mit dem König schnell aus einem Schach verschwinden. Leider nicht, aber du kannst ihn bei einem drohenden Angriff verstecken. Also bevor er im Schach steht. Richtig. Steht der König allerdings schon im Schach und darf er sich durch eine Rochade nicht aus dem Staub machen.
Mhm. Beide Könige können in diesem Fall nicht rochieren. Schade aber auch. Mist. Und einfach durch einen Schacht durchlaufen darf ein König auch nicht. Das seht ihr hier. Das ist auch spannend. Da muss man ja ganz schön aufpassen. Und schließlich muss es der erste Zug sein, den die beiden machen. Jetzt wird's nichts mehr mit der Rochade. Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Eine Rochade ist nur möglich, wenn... Erstens, König und Turm noch nicht gezogen haben. Mhm. Zweitens, der König nicht im Schach steht. Mhm. Drittens, sein Weg nicht durch ein Schach durchführt. Viertens, wenn keiner zwischen ihnen steht. Müssen wir üben, fürchte ich. Preisfrage, darfst du hier eine Rochade machen? Finde ja. Also wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass die hier sich noch nicht bewegt haben, dann heißt das nein, weil der König dann im Schach steht. Die Antwort ist richtig. Da ist der Schach. Hier auch nein, weil das Pferdchen dich hier schlagen kann. Der Kandidat kriegt 100 Punkte. Ja, klar. Hier ist der Turm im Schach. Also das geht. Also nee, der Turm ist nicht im Schach, aber der Turm wird... Klick mal auf ja oder nein. Ja, ich muss erst überlegen, Mann. Aber ich glaube, das ist möglich. Stimmt genau. Ja. Nein, weil der gerade im Schach steht, der Typ. Richtiger geht's nicht. Das ist auch nicht möglich, weil der auch durchs Schach läuft. Hey, das war genau die richtige Lösung. Das geht auch nicht, weil der Turm gezogen hat. Noch genauer wäre vermutlich schon wieder falsch. Richtig. What? Wow, Alter, ihr seid doch Halunken. Hier ist 1, 2 und er hüpft drüber. Das ist nicht möglich. Da, 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 da. Weil die Dame einschlägt. Das wiederum ist, hier ist der Läufer. Boah, das sind schon so viele Figuren. Ich habe ein bisschen Angst vom Spielen. Klick mal auf ja oder nein. Aber das ist möglich. Nein! Falsch! Der König stünde auf seinem Weg im Schach. Oh, das ist natürlich nicht erlaubt. Nicht bemerkt. Schwupps, das wäre möglich. Auch wenn der da steht, das ist möglich. Ja. Korrekt! Hier wär's... Wo ist die Dame? Die ist noch ganz weit weg. Hier spricht eigentlich nichts dagegen. Gold, richtig. Gold, richtig. Hier haben wir hier einen Läufer. Das heißt, das ist auf gar keinen Fall möglich. Okay, das mit der Rochade habt ihr geschnallt. Drum gibt's hier wieder einen formschönen Schnellkochtopf mit Inschrift zum Abstauben. Und was steht da? Die Rochade ist ein Zug, der einen wahren Meister ziert. Aber nur solange daraus nicht etwa eine Lochade wird. Sehr hübsch. Warum Ventilator? Egal.